Einmal heute zum Langzeitwetten-Video, was ich auch noch machen wollte. Und den freundlichen jungen Herrn, den ihr hier neben mir seht, das ist mein Junge Ben Luca. Sag mal hallo, begrüß die Leute. Hallo Leute. Und nicht mehr lange, dann wird er 22 Jahre alt. Also sagen wir mal in 3 Tagen. Erwarte ich den Eingang von Glückwunschkärtchen. Setz dich ein bisschen näher ran, Ben, weil wir hier so weit drüber müssen. So. Naja, also die Langzeitwetten. Wir haben jetzt, ich habe es halt vor, wann haben wir angefangen? Um Weihnachten rum, weil da hatte ich die Zeit, um das halt erstmals auszuarbeiten, weil das einfach jetzt neues Betriebssystem und so weiter, dann muss ich meine C-Funktionen übersetzen, die gingen nicht mehr bei dem Macintosh und so weiter und dazu hatte ich die Zeit und jetzt habe ich das halt seit dem 16. Spieltag, glaube ich, habe ich das Woche für Woche gemacht. Und nun hatten wir halt am Anfang eben Haushoch Leipzig angezeigt durch die Simulation. Und Leipzig hat jetzt eben verloren am Wochenende. Und jeder hat gesehen, wie souverän die Bayern hier waren. 5:0 und Leipzig verliert das Spiel halt in Frankfurt. Und natürlich haben wir jetzt entscheidende Verschiebungen in den Wahrscheinlichkeiten. Und Ben habe ich hier neben mir, weil er möglicherweise halt auch mal eine Frage hätte. Aber vielleicht traut er sich auch nicht hier vor laufender Kamera. Also, wir haben nach dem 16. Spieltag, nach dem 17. Spieltag, nach dem 18. Spieltag, nach dem 19. Spieltag. Okay, die Leistungen der Bayern waren absolut nicht, also einwandfrei überragend. Und wir hatten halt die Ranglisten. Naja, am liebsten würde ich es natürlich im Gespräch hier gestalten mit Ben. Okay, also die Grundlagen für die Simulation wiederhole ich jetzt auch nochmal für ihn sozusagen, dass wir die Einschätzung der Mannschaften haben. Wir haben das alte Berechnungssystem und das neue Berechnungssystem, dazu hat er vorhin eine Frage gehabt. Ben, fällt dir jetzt noch eine Frage ein dazu? Also, das alte System geht nach den Toren und das neue System nimmt alle Statistiken mit. Ja, richtig. Das neue System reagiert mehr auf die Statistiken. Aber wie ihr jetzt vielleicht wisst und er noch nicht, spielen die Ergebnisse im neuen System auch eine Rolle? Oder gibt es nur nach Statistiken? Die was? Die Ergebnisse? Also sind die Ergebnisse noch wichtig oder würde im neuen System nur die Statistiken aufgezeichnet werden? Also dass er jetzt sagt, mir ist doch egal, wie das Spiel ausgeht, mir ist wichtig, wie sie gespielt haben und nicht, ob der Ball drin war oder nicht. Also was würdest du sagen? Also wird beides bestimmt einberechnet, oder? Was wird? Wird bestimmt beides mit einberechnet, oder? Natürlich, ja, das Ergebnis spielt auch eine Rolle. Okay. Genauso, also ihr merkt, Ben ist sozusagen auch natürlich irgendwo vom Fach oder mit dabei und Fußball oder hat selber gespielt und im Stadion vielleicht früher und dadurch, dass er mein Sohn ist, halt natürlich auch ein bisschen, aber natürlich jetzt eben nicht so vertraut hier mit der Materie. Aber absolut richtig, das neue System berücksichtigt auch die Ergebnisse und da gibt es ein Schlüsselwort, was du nicht kennst. Wie der Parameter sich nennt, das ist halt der sensibelste aller Parameter oder der wichtigste, der wird dir nicht bekannt sein. Also die Ergebnisse müssen jetzt trotzdem einfließen und die Ergebnisse steuern halt einen bestimmten Parameter, nämlich der ist die sogenannte Conversion Rate. Wie gut verwertet die Mannschaft ihre Chancen, beziehungsweise wie gut verteidigt sie auch des Gegners Chancen? Wie schlecht verwertet der Gegner, beziehungsweise natürlich auch, wie gut verwertet der Gegner? Das heißt also, durch diese Conversion Rate, die dann sich mit anpasst, also wenn man 3-0 gewinnt und die bessere Mannschaft war, dann würde immer noch zählen, 3-0 haben sie ja trotzdem gewonnen. Also die Conversion Rate wird verbessert, obwohl die Spielstatistiken gegen sie sein können. Die Conversion Rate läuft dann zu ihren Gunsten. Die Conversion Rate macht es aber nur zu einem Viertel der Gewichtung. Also sprich, die Statistiken sind wichtiger. Aber die Conversion Rate wird nach und nach, ne? Wenn jetzt also eine Mannschaft immer wieder gut abwehrt, die gegnerischen Angriffe. Wie gesagt, da ist natürlich jetzt wäre interessant, wenn eben Fragen kämen. Aber ich beantworte. Und die Conversion Rate ist das deinem System oder ist sie allgemein bekannt? Naja, die Conversion Rate, nein, die kennt natürlich kein Mensch. Also natürlich gibt es oftmals, also gelegentlich im Kicker, ist aber sehr gut natürlich gefragt, also im Kicker gibt es natürlich gelegentlich die Statistiken Chancenverwertung. Und da steht dann halt drin, wer wie verwertet hat. Das heißt also, die haben von 86 Großchancen, haben sie nur 15% genutzt oder die nur 12. Oder solche Statistiken bekommt man, nur sie ziehen ja keine Konsequenzen daraus. Dann sagen sie vielleicht, ja, die verwerten halt ihre Chancen nicht. Und ich sage halt, im Wesentlichen hatten sie Pech.
oder so, ne? Aber ein bisschen wird es halt auch nach und nach, reagiert halt das System darauf. Also, das alte und neue System haben trotzdem beide ihre Daseinsberechtigung. Das heißt also, für die Simulation, die ich jetzt gleich laufen lasse, beziehungsweise die wir jetzt schon vorweggenommen haben, also die ist schon durchgelaufen, lasse ich alt und neu einfließen. Das alte System läuft halt seit 30 Jahren, seit 1990, also da warst du noch nicht auf der Welt. Da habe ich das schon geschrieben, das Programm, und es hat natürlich zuverlässige Dienste geliefert über volle 30 Jahre. Und da sage ich natürlich nicht jetzt, das ist ja Quatsch. Und andere Quoten, also Quotenberechner, benutzen die eher ein altes System oder eher dein neues System, oder an was orientieren die sich? Und sehr gut gefragt, natürlich. Also ich habe natürlich, also über die Jahrzehnte hätte ich Gelegenheit gehabt, genug mich damit zu beschäftigen, was andere zu machen. Was ich immer festgestellt habe, ist halt das andere, dass letztendlich, also mir hinterher sind, was sage ich denn mal, also arrogant oder wie auch immer, dass ich halt das einfach besser kann. Und was man dann eben mal gelegentlich gesehen hat, ist eben trotzdem dann zu unterlegen dem, was ich mache. Ja? Wenn sie etwas benutzen, also es gibt auch Simulationen, da kann man gucken, und im Internet ist heute alles schon möglich. Ich habe einmal eine Sache mir genauer angeguckt und dann habe ich gesagt, guck mal, aber meins ist trotzdem besser. Aber das könnte ich natürlich auch mal im Vergleich, ist also gut gefragt, dass man einfach mal sagt, guck mal, auf welcher Basis macht er das eigentlich? Ja? Wo hat er die Einschätzungen her, an denen er das macht? Dann sage ich aber trotzdem, ich vertraue meinem wesentlich mehr, natürlich dadurch, dass ich es erstellt habe, aber auch, weil ich diese Ranglisten so lange kenne, beobachte und halt auch mit denen ja die Quoten mache. Das Problem ist immer, wenn wir also eine Einschätzung haben, dann habe ich auch Einschätzungen für den kommenden Spieltag, die Quoten. Und diese Quoten müssen sich auch bewähren. Also die Chancen werden ja mit den gleichen Einschätzungen berechnet. Ne? Ja. Ich merge jetzt auch, wenn ich die Quoten mache, merge ich auch alt und neu. Und wie der vertraute Benutzer hier weiß, zeige ich ja auch immer an, alte Berechnung, altes Berechnungssystem, neues Berechnungssystem, sodass man die also sogar gegeneinander halten kann und dann eben sagen kann, also Wetten kommen nur raus, wenn eben alt und neu sich auch einig sind. Also sprich, da gibt es natürlich Widersprüchlichkeiten, die sind aber willkommen, weil ich eben gerne möchte, dann halt auch sicher gehen möchte sozusagen. Die sind sich einig, oh ja, das muss eine gute Wette sein. Und sagen wir mal, zumindest den Teil, den ich jetzt hier vorführen konnte, auch über die Videos, in dem Teil zumindest war ja jetzt auch ein ordentlicher Erfolg, sodass man also sagen kann, naja, da das, was der Viewer hier, der Zuschauer jetzt bezeugen kann, wäre sozusagen, dass meine Systeme ja irgendwo verlässlich auch soweit funktionieren. Wobei ich sage, selbst das Sample, was wir bisher haben, also die Datenbasis, ist halt eigentlich noch zu gering, um damit jetzt Beweiskraft oder so zu erheben. Ne? Aber da habe ich natürlich dann auch längere Zeiträume, wo das also auch gut funktioniert. Aber nochmal, wenn also diese Frage sozusagen, wie andere da operieren, da dem vertraue ich weniger. Was aber im Wesentlichen passiert am Wettmarkt, ja, denn jetzt sind wir im Bereich Langzeitwetten zumindest, da wird halt das meiste intuitiv gesteuert. Okay. Also es ist zu schwer. Also man kann nur Simulationen laufen lassen oder halt einfach sagen, ich glaube Bayern, ich glaube Leipzig oder so, ja. Und so darauf läuft es halt hinaus. Und wenn dann genügend Leute mitgeredet haben und ihre Wetten sozusagen irgendwo platziert haben, dann orientiert sich der Markt an diesen Einschätzungen und passt halt seine Quoten an, ganz einfach. Und dann sagt, da wird schon irgendwo stimmen. Aber abgesehen davon, wenn der Buchmacher kein Geld riskiert, dann ist ihm ja egal, ob die Quoten stimmen. Wenn er immer gewinnt, egal Bayern oder Leipzig wird Meister, uns ist immer recht, wir haben unser Plus gemacht. Naja, dann hat er ja sein Buch gut gemacht. Das ist eben der ursprüngliche Begriff des Buchmachers, der eben sozusagen die Wetten so auskalkuliert, dass er also und die Quoten dann anpasst, dass er also immer Gewinn erzielt. Und dann wäre es ihm ja egal, auch wenn jede Quote jetzt falsch ist, die da steht, er hat am Ende Gewinn, na bitte, dann sind sie halt marktentsprechend. Das ist auch die Antwort, die ich damals schon 1990 von SSP erhalten habe. Da habe ich gesagt, was sind faire Quoten für Sie? Da haben sie gesagt, wir nennen das nicht faire Quoten, wir nennen das Market Prices oder so. Also diesen Begriff haben sie, glaube ich, genannt. Das heißt also einfach marktgerechte Quoten zu machen und eben nicht, ob die Wahrscheinlichkeiten stimmen. Ja? Ja. Und das ist also dann vielmehr die Basis. Und das ist auch insofern, immer noch so. Also es wird natürlich alles nach und nach auch computerisiert werden und da werden also mehr Leute kommen. Vor allen Dingen jetzt habt ihr hier den glänzenden Zugang. Sozusagen indem ich halt sozusagen meine Algorithmen preisgebe, könnt ihr einfach mitschreiben, selber bauen und so weiter. Und da wird es schon irgendwo Follower, Nachfolger geben, die also dann das nutzen. Ne?
und dann eben ihre eigenen Systeme möglicherweise halt auch das ein bisschen anpassen, verbessern oder so. Aber ich bin ja sowieso nicht ewig auf der Welt und kann ja das halt auch nicht und gebe es natürlich halt gerne dann auch gelegentlich weiter. Natürlich muss ich auch irgendwo sehen, dass ich weiter leben kann. Also irgendwie muss ich auch Geld verdienen. Aber im Moment ist es halt jetzt hier zumindest für dieses kein Thema. So, dass ich 1000 Läufe mache, habe ich heute auch gemacht. Das geht innerhalb von Sekunden. Ben saß ja daneben, aber ihr habt es bei dem ersten Video, wenn er da nochmal zurückguckt, wo ich Langzeitwetten gemacht habe, da ist es halt in 5 Sekunden, 3 Sekunden, ich weiß gar nicht, 1000 Läufe. Also früher musste ich da wirklich, also könnte man sagen, dann mach dir erstmal einen Kaffee oder so, wenn ich das 1990 bis der 1000 Simulationen, ganz am Anfang noch, da ich die Weltmeisterschaft simuliert, da habe ich wirklich die ganze Nacht durch. Da war ich auch schon verheiratet. Meine erste Frau hat dann immer gesagt, weil die Rechner haben auch noch Geräusche gemacht. Da stand der sozusagen im Schlafzimmer, der Rechner. Und dann konnte sie etwas schlechter schlafen. Ich habe dann sowieso nicht mehr geschlafen. Aber weil das einfach die ganze Nacht brauchte, weil einfach die Rechner jetzt so viel schneller geworden sind. Okay, die Torerwartungen werden für jedes Spiel berechnet. Also diese Sachen habe ich jetzt in mehreren Videos schon erläutert. Warum ist da einfach dieses Einschätzungen von alt und neu werden aufaddiert und durch zwei geteilt? Wenn dein neues System besser ist, warum vertraust du da nicht? Habe ich jetzt noch nicht gesagt. Ich habe gesagt, dass das ja, 30 Jahre lang laufende System hat sich ausreichend gut bewährt, als dass ich es nicht in den Müll schmeißen würde. Und heute ist mehr denn je, wird nur anhand der Ergebnisse argumentiert. Also es spielt überhaupt keine Rolle mehr, wie man das Spiel, dreckige Sieg, das und wir waren vielleicht, aber was bringen die Statistiken, sagte Gisdol, nehme ich den Zettel, knülle ich und schmeiße in den Müll, wo da unsere Statistiken drauf standen, wo er damals bei HSV-Trainer war und die dann ein Spiel verloren hatten oder so. Ja? Also die Spielstatistiken ist überhaupt nichts. Es geht nur noch ums Ergebnis. Und solange dieses sozusagen sowohl für die Medien, Spieler, das für die Trainer, für die Verantwortlichen, für die Zuschauer nur ums Ergebnis geht, dann sagen die, mir ist doch egal, wie sie spielen. Ne, klar, die Zuschauer klatschen schon manchmal, wie sie gestern, wen haben sie verabschiedet hier mit die 0-3 verloren hatten, Düsseldorf oder so, ja, wo die Zuschauer wirklich da stehen und klatschen, weil sie einfach sagen, tolle Leistung, mehr könnt ihr nicht bringen. Die erkennen das schon manchmal, wie, also ob eine Mannschaft eine Leistung auch gut war, aber es ist eben, sind zu wenige, alles wird am Ergebnis orientiert. Ne? Und dann kommt ja auch die Trainerdiskussion, ohne dreimal verloren, dreimal gut gespielt, dreimal Trainer muss gehen und so weiter. Und insofern gibt es also jeden Grund zu der Annahme, dass auch das neue System, das alte System, ja, also eine sehr große Berechtigung hat. Ich will eben trotzdem genauer hinsehen und ich vertraue auch dem, aber natürlich muss das neue System sich erstmal nachhaltig auch über ein paar Jahre behaupten. Aber ich bin ja auf einem guten Weg, weil ich halt sozusagen durch dieses Vergleich auch und so, dann sagt man, guck mal, es ist schon, ergibt sich alles so logisch, dass man einfach dann mit den Zahlen zufrieden ist. Letztendlich kommt ja eine Quote raus für ein Spiel, was natürlich für die Simulation dann bedeutet, also er simuliert das immer anhand der Einschätzung für das eine Spiel. Die eine Einschätzung ist marktgerecht, dann wird es also auch für die 1000 Simulationen in jedem Spiel, wenn er das also immer wieder macht, dann wird auch realistisch ein Meister rauskommen. Nun sind wir total auf der falschen Spur. Ja? Also das Update der Spielstärken aufgrund der fiktiven Ergebnisse ist optional, dass ich also auch gesagt habe, man kann das ausschalten. Ich habe es aber eingeschaltet, weil ich immer sage, die Ergebnisse steuern dann trotzdem, ob eine Mannschaft gut war oder schlecht. Obwohl man ja sagen kann, na, das siehst du doch gar nicht am Ergebnis. Aber es wird trotzdem updated. Also jetzt mit der Zeit versuchst du immer weiter das neue System mit einzubringen. Ja, das vielleicht kann man so sagen. Vielleicht auch zum größeren Teil, dass man jetzt ist ja 50-50 gerade. Ja. Dass man dann immer mehr versucht, das neue. Na klar, also da muss man schon eine Menge statistischer Nachweise. Aber es ist ja so, dass ich, also die Fragen sind ja gut, absolut einwandfrei. Und vielleicht sind es genau die auch denjenigen, der jetzt gerade zuschaut, beschäftigen oder so, wo er dann halt sich erhofft, diese Erhellung, die ich eben manchmal nicht gebe, wenn ich nur für mich alleine das mache. Alt und Neu werden miteinander verglichen und ich vergleiche es zugleich mit dem Markt. Und welches davon stärker einfließen, welches ich stärker berücksichtige oder also für die konkreten Quoten, ich habe ja auch im Kopf natürlich eine Einschätzung, also es ist ja so, kannst du mir ein beliebiges Spiel nennen, ich sage dir aus dem Kopf eine Quote, die ich so ungefähr, und die wird dann auch ein bisschen marktgerecht, aber ein bisschen kann ich manchmal auch eigene, weil ich halt alles das hier schon kenne und so weiter einfließen lassen, aber es ist immer was am Markt orientiert. Aber wenn ich jetzt alt und neu, dann mache ich es halt so, dass ich das Neue nicht verändere. Mit dem Neuen laufe ich durch und am Alten kann ich halt ein bisschen manuell eingreifen. Das heißt also, das Neue beeinflusst mich dann manchmal ein bisschen mehr Richtung Markt, manchmal in Richtung
was das alte System sagt und so weiter. Dass man also immer irgendwo einen Abgleich da herstellt und versucht halt, aber das mache ich halt nur über das alte System. Das heißt also, dort mache ich manuelle Eingriffe, beim neuen System nicht. Insofern habe ich also ein System, was mir ganz stabil und verlässlich, computermäßig, aber eben immer nach dem gleichen System das erstellt, diese Einschätzung. Und mit dem alten System habe ich halt die Möglichkeit, manuell eben dann ein bisschen das anzupassen, sodass ich sage, so, jetzt haben wir einfach mal hier die Spielentwicklung, also wir wollen es ja auch halt nicht zu lange machen und so weiter, und die Spielstärkeentwicklung. Und dass ich schon nach dem 17. Spieltag gesagt habe, also 16. habe ich jetzt halt nicht aufgezeichnet, weiß ich nicht mehr ganz genau, ob es danach oder ob ich es nach dem 17. erst gemacht habe. Jedenfalls müsste ich selber nachgucken. Also da war schon Bayern die bessere Mannschaft, aber es war halt nur ein kleiner Unterschied zwischen den beiden. Nach dem 18. Spieltag... Was sind jetzt hier die drei Spalten? Ich weiß nicht, was... Richtig, die letzte Spalte gibt halt den Quotienten von 1 und 2. Das sind hier im Prinzip die Tore, die ich erwarte von ihnen, dass sie sie im Schnitt erzielen. Das heißt aber gegen die Durchschnittsmannschaft, also gegen alle anderen. Ja? Also ja. Die würden 2,59... Natürlich, jetzt spielen sie nicht mehr gegen alle, weil jetzt spielen sie ja nur noch gegen 15 verschiedene. Ne? Mhm. Also da ist halt jetzt, die sie schon gespielt haben in der Rückrunde. Manche spielen sie heim, auswärts, aber das wäre halt die durchschnittliche Erwartung gegen alle. Und das kann man auch jetzt mit der alten Saison abgleichen, wenn man die 2,6 mal nimmt mit den 34 Spieltagen oder so, sind wir bei knapp über 80, würde ich mal tippen jetzt. Also oder sogar deutlich über 80. Aber das ist halt dann ungefähr das, was sie auch erzielt haben. Also dieser Schnitt, der stimmt schon ungefähr. Wobei er sich natürlich jetzt, wenn sie sehr gute Ergebnisse erzielen, auch hier erhöhen kann. Also Bayern ist jetzt halt besser drauf. Aber hier ist jetzt schon mal, also... Hier haben wir 2,19, 2,06. Vergessen wir mal hier unten. Jetzt ist auch für diese Woche nicht mal diese Abstiegsquoten waren nicht mal im Angebot. Da müsste ich dann wieder gucken. So, jetzt 2,19, 2,06, 2,34, 2,01. Wer sich erinnern kann, nach Spieltag 18, da hat also auf jeden Fall Bayern, muss ja Hertha gehabt haben, in Berlin 4-0 gewonnen und Leipzig hat zu Hause zwar gewonnen, aber es war nicht so 3-1 gegen, also es war nicht so eine klare Sache. Und von daher hat also hier Bayern jetzt seinen Vorsprung deutlich erhöht. Und wir haben auch veränderte Chancen gesehen, also was die Wahrscheinlichkeiten anging, also dass Bayerns Chancen dann besser werden in Langzeitwetten. Und jetzt ist es sogar hochgegangen auf 2,46 und 1,96. Leipzig war ja gut in Frankfurt. Trotzdem ist halt hier dieses, dass sie die Chancen dann nicht nutzen, ist eben ein kleiner Nachteil für die Conversion Rate. Aber letztendlich waren die Statistiken halt von Bayern erstmal auch so erdrückend, dass also ihr Anstieg nicht verwunderlich ist. Und bei Leipzig könnte man sagen, naja, von 2,01 auf 1,96, die Leistung war halt okay, das Ergebnis nicht. Also, verstehst du, so würde man sagen, war alles im Rahmen, aber dann geht es halt trotzdem ein bisschen runter, geht halt nicht anders. Ne? Man hat 0-2 verloren, das war nichts. Wir können natürlich auch Dortmund mal im Vergleich, da sehen wir jetzt, glaube ich, gar nichts so Großes, 1,86, 1,86, 1,89. Da war es halt so, dass sie jetzt 5-1 gewonnen haben, auch am Spieltag davor hatten sie irgendwie gewonnen. Aber jedenfalls waren die Leistungen nicht so toll, sondern nur die Ergebnisse. Dann geht es halt trotzdem ein bisschen aufwärts, aber eben nicht so gigantisch, ne? Weil es dann eher Performance ein bisschen drunter, Ergebnis drüber, okay, insgesamt vielleicht ein bisschen besser, aber nicht so erheblich. Aber sind natürlich jetzt trotzdem wieder dran an Leipzig. Für uns und meine Tipps war es natürlich gar nichts. Also hier habe ich jetzt nach Spieltag 16, überhaupt nicht mal so war es, da hatte der Computer halt 1,97 und 2,31 raus, hier auf Meister, da war Dortmund noch nahe dran, die haben ja dann in Hoffenheim, wenn ich mich recht entsinne, verloren, an dem, na auf jeden Fall, ja, am 17. Ne? Also hier war sogar Leipzig vorne. Mhm. Na, das stieg ja dann sogar an, 1,77, 2,06 und dann ist Dortmund also zurückgefallen durch diese Niederlage und jetzt müsste eigentlich 18 kommen, ja. Und da war es eben 1,77, 1,84, also jetzt haben sie es fast unter sich hier schon ausgemacht, kann man sagen. Also da ist es nicht für Leipzig günstiger geworden, da ist für Bayern günstiger geworden. Das war halt dann das genannte 4-0 gegenüber dem 3-1. Also 4-0 von Bayern auswärts bei Hertha mit einer sehr starken Leistung und während also Leipzig zu Hause mit dem 3-1, wer war der Gegner? Na ja, gut, du weißt jetzt auch nicht, aber sie lagen zurück. Augsburg. Warum jetzt beide über 50%? Also verstehe ich nicht ganz. Ja, das sind ja die, nein, das sind hier die durchschnittliche Platzierung. Hier oben ist die der erste Platz. Ich habe leider auf die falsche Spalte gezeigt. Aber das ist das Sortierkriterium. Ja. Deine Maus, oder? Okay, gut. Ja, leider ja. Also wir waren bei 2,16, 3,39 waren die fairen Quoten. Das heißt also umgesetzt natürlich, ich habe jetzt eigentlich auch gedacht, über 50 geht ja nicht. Das war die Platzierungsdurchschnitt, okay, ja, nachdem ich das sortiert habe. 1,90, 2,94. Also das ist also sehr günstig gewesen für Leipzig
Und dann 2-0-7, 2-31. Hier sind die Bayern halt rangerückt durch dieses starke 4-0 bei Hertha. Genau. Und während Leipzig sich halt zum 3-1 ein bisschen gequält hatte zu Hause. Und jetzt ist es natürlich total gekippt, das 5-0 gegenüber 0-2 Leistungs, da ist die 3 Punkte aufgeholt oder so, ja. Und ich meine, heute Morgen im Video habe ich aus Spaß mal so erklärt auf dieses kleine Phänomen, wenn die jetzt davon erzählen, also ich meine, jetzt können wir das nochmal aufgreifen, wer das schon geguckt hatte, der wird sich dann vielleicht erinnern und jetzt eben erkennen hieran, dass es genau das Gegenteil ist. Also hier waren die sehr dicht beieinander und wenn der Außenseiter sogar nach vorne liegt nach Chancen, dann sagt man, oh, kommen die Bayern da noch ran, schaffen sie es noch. Also hier waren sie sogar deutlich vorne, was mir natürlich niemand glauben muss. Also zu dem Zeitpunkt hatte der Markt auch schon gesagt, Bayern ist Favorit. Das hatte nur der Computer ausgerechnet. Aber da gab es natürlich auch definitiv Verfechter. Jetzt sind sie nahe beieinander. Hier ist die Spannung auf dem Siedepunkt sozusagen bisher. Es kann sich natürlich noch mal was entwickeln. Und hier ist sie runtergegangen. Denn wenn jetzt der Favorit auf einmal auch nach Zahlen klar vorne liegt, was jeder aber jetzt auch intuitiv unterschreiben würde, dann ist es das Gegenteil von dem, was die Medien sagen. Die Spannung ist angestiegen. Jetzt wird es wieder langweilig. Das ist die Wahrheit. Es wird wieder langweilig. Das brauchen wir nicht. Sind es im März, April oder doch erst im Mai Meister? So ungefähr. Und das habe ich halt heute Morgen gesagt. Hier belegen es die Zahlen. Insofern sind also meine Aussagen nicht als Blabla intendiert, sondern halt aber mit auch gegen welche, also dass sie ein, gegen wen hat jetzt Bayern 5-0 da gewonnen? Gegen Schalke. Genau, das ist ja auch eher ein starkes Team. Und bei das 0-2 war ja gegen Frankfurt, oder? Ja. Wobei jetzt nicht so ein gigantischer Unterschied zwischen Frankfurt und Schalke, ist aber gut bemerkt. Aber das ist nicht wegen dieser Chancen hier, sondern das, da sind ja die Punkte. Da müssten wir wieder auf die Einschätzung zurückgehen, dass also der Computer hier sogar jetzt Frankfurt ganz leicht vorne hat. Also er hat die auf einem Niveau. Mhm. Jetzt natürlich mit dem Ergebnis drin. Ja. Also sprich, nach dem 18. wird Schalke vorne gewesen sein, aber es war halt nicht erheblich, ne? Verstehst du? Ja. Aber das ist halt nach meiner Einschätzung natürlich. Aber es ist natürlich viel mehr, die 3 Punkte zählen am meisten. Aber die stark, ganz starke Leistung, die einfach jetzt auch in den Zahlen, ja, das habe ich ja heute Morgen in dem Rückblickvideo, wer das sich nochmal vergegenwärtigt, den muss da reingucken. Aber da kam 3,99 zu 0,69 raus für Bayern. Also das war nicht nur in dem Spiel deutlich überlegen, sondern es war auch deutlich höher als erwartet. Also die Überlegenheit war über 3 Tore groß, was also einfach das Maximale, also viel mehr gibt es halt nicht. Ne? So, jetzt gehen wir nochmal hier ganz kurz. Also wir haben jetzt 1,69, 3,60. Es heißt nicht, dass die Spannung jetzt dahin ist, aber hier könnte man jetzt eben sagen, der Markt hat sich total mir gegenüber behauptet. Okay, ich kann nichts machen. Wer das Spiel gesehen hat von Leipzig, würde immer noch sagen, Mensch, wir hätten ja auch locker gewinnen können. Dann hätte es nicht diese Verschiebung gegeben. Natürlich, 3 Punkte sind das absolut paramount, sagt der Engländer oder Amerikaner, also das Hauptsteuernde, was weiß ich, Paramount, sind halt das absolut Wichtigste oder wie auch immer. Dass sie fehlen, aber die Leistung, die natürlich dann mit dem 0-2 trotzdem nicht sich vorteilhaft entwickeln kann, wie wir ja auch gesehen haben in den Einschätzungen. So, jetzt können wir das eben noch mit dem Markt vergleichen und hier habe ich das jetzt eben nochmal aufgezeichnet. Hier habe ich eben erst da angefangen. Der Markt hatte eben schon immer Bayern auf 1,47, dann 1,58, also hier hatte sich ein bisschen angepasst, ja, letzte Runde, ja, nach Spieltag 18, ja, das weiß ich, das hatte ich ja schon behauptet, dass es möglicherweise aufgrund einer Marktreaktion, vielleicht von meinen Videos ausgelöst, dass ihr alle Leipzig genommen habt, also, dass der Kurs hier eigentlich unberechtigt von Leipzig runtergeht, denn Bayern hat ja das bessere Ergebnis erzielt. Und jetzt bei 19, jetzt sind sie wieder bei den 1,48, aber hier haben wir jetzt keinen Kritikpunkt mehr. Also bei Leipzig wäre zwar jetzt immer noch hauchdünn angezeigt, 3,69 und 4,0, aber das würde ich natürlich jetzt nicht mehr raten in dem Sinne. Also es ist ja auch kein richtiger Vorteil mehr oder so, aber da wäre jetzt sozusagen Pulver verschossen. Also wir haben es halt versucht, es hat bisher nicht geklappt, vielleicht ergibt sich nochmal was. Auch bei Dortmund kann man jetzt sagen, die 5,8, ich glaube, die waren ziemlich gerecht, computergerecht. Also der würde zahlen, also hier stehen jetzt immer nur diese Quoten 10,42, aber wenn man 5,8, das ist natürlich keine gute Wette. Aber das ist ganz klar, also Bayern würde er jetzt immer noch selber zahlen oder Leipzig meinetwegen spielen, aber es ist halt jetzt sozusagen hauchdünn nur noch. Aber es ist ja ganz klar, dass diese Markttendenz dann eher dahin geht, Bayern macht's, Bayern macht's, Bayern macht's, ist doch ganz klar. So, jetzt sind wir aber auch durch mit dem Video, oder? Ben, was würdest du noch fragen, sagen? Ja, also die letzte Frage wäre, warum macht man das überhaupt über
Simulationen und nicht über reine Berechnungen quasi. Dass du jetzt einfach die Statistiken und dann einfach berechnest, was die Quoten sind, sondern warum die Simulation. Also ich habe tatsächlich mal sowas ausgerechnet, händisch. Das geht, wenn in der Weltmeisterschaft 4 Mannschaften in einer Gruppe spielen, die 6 Spiele machen, dann kann man genau tatsächlich alles ausmultiplizieren und hochrechnen, ja? Wer da wie oft. Dann ist noch das kleine Problem, wenn man so Wahrscheinlichkeiten macht, dass man halt bei Punktgleichheit die bessere Mannschaft häufiger das bessere Torverhältnis hätte. Also sprich, aber das kann ich nicht einrechnen. Dann müsste ja jetzt jedes Ergebnis mit der Wahrscheinlichkeit, oder? 2-1, 1-0, 4-0, ja, kann alles passieren. Ja, okay, dann hätten sie 3 Punkte. Also habe ich nur die Wahrscheinlichkeiten für Sieg, Unentschieden, Niederlagen ausmultipliziert. Dann ist also bei Punktgleichheit mehr oder weniger, würde man dann sagen, 50%. Was soll ich sonst machen? Also wenn es um die Qualifikation geht. Ja. 2 Mannschaften sind punktgleich. Wie oft kommen die weiter? Na, jeder zu 50%. Soll ich jetzt sagen, wahrscheinlich haben die zu 65% besseres Torverhältnis oder sowas. Das wäre dann zu kompliziert. Dann rechne ich so ein. Dann geht es. Aber es sind 6 Spiele, wo die Ausmultiplikation der Wahrscheinlichkeiten halt dann aufgeht, dass du eben sagen kannst, 8 Punkte, 8 gehen ja gar nicht, seht ihr, habt ihr gleich gemerkt, bei 3 Spielen jeder Mannschaft kann ja nicht 8, kannst du halt 7 oder 9 haben, also man kann auch 6 haben oder 5, geht auch, 4 geht auch. In 6 Spielen oder was? Nee, in 3. Es sind 6 Spiele, ja. Jeder spielt 3. Okay. Und da kann man es ausmultiplizieren, hier kannst du es absolut nicht ausmultiplizieren. Also ich meine, du könntest, es geht natürlich, also 15 Spiele, da musst du halt für jede Mannschaft jedes Ergebnis ausmultiplizieren und ja, dann kommst du möglicherweise auch zu irgendwelchen Ergebnissen. Ne? Nein, das würde ja der Computer machen, das ausmultiplizieren. Aber es ist halt eine riesige, also da wie viel, ja, kannst du ja versuchen. Also 15 mal 9 Spiele sind ja noch offen, ne? Das sind 135 Spiele und da muss ja jede Chance, also muss ja dann für jede Mannschaft aufaddiert werden. Also jede Mannschaft macht die 15 Spiele, da musst du jedes Ergebnis für möglich halten und dann immer für den Fall das und dann hätten wir die Tabelle. Ja. Also da hast du, also ich weiß nicht, ob die Computerkapazität dafür ausreichen würde. Es ist zu viel. Ja, kann auch, also es ist zu viel, also so sehr ansteigt. Es steigt gigantisch an. Also Moment, du hast ja nichts davon. Also du musst ja Wahrscheinlichkeiten angeben. Ja. Letztendlich. Und dass du natürlich jetzt ausmultiplizieren kann, wie oft macht Dortmund 68 Punkte oder 73 Punkte? Das geht noch. Das kriegen wir raus. Aber wie viel haben in dem Moment die anderen? Ja. Du weißt ja gar nicht. Ja, da kannst du, ja, da musst du jede Chance ausmultiplizieren. Jede Chance. Jede Chance eines Tabellenausgangs. Und da hast du eben, also 135 3 hoch 135 oder 135 hoch 3, also 3 hoch 135 mögliche Spielausgänge. Immer 3 hoch 135, weil das kann alles passieren. Und die Zahl könnten wir ja mal kurz ausrechnen, aber das wird ein bisschen viel. Also jetzt bleiben wir erstmal hier soweit, ja? Und also gut, aber gefragt natürlich und so, Simulation ist einfach da, die verlässliche Antwort. Wobei man halt sieht, erstmal bin ich halt katastrophal schlecht, weil der Markt hat sich mir gegenüber jetzt erstmal behauptet. Also ich kann's so, fertig. Also wir sind durch.